Der Masterbus, das unbekannte Wesen. Welche Standard-Plugins ich auf dem Masterbus verwende, das siehst du gleich nach dem Intro. Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Studio One, und in der heutigen Ausgabe möchte ich euch mal zeigen, welche Standard-Plugins ich auf dem Masterbus verwende. Wenn der Song fertig gemischt ist, möchte ich normalerweise den Song noch ein kleines bisschen komprimieren, möchte ihn mit einem Equalizer ein kleines bisschen aufhübschen und vor allem mit einem Limiter nochmal auf richtige Lautstärke bringen, und genau die drei Plugins möchte ich euch heute mal standardmäßig auf meinem Masterbus zeigen. Dies ist der Song 1000 tolle Plätzchen, den ich mit meiner Tochter Selma zu Weihnachten aufgenommen habe, und der Status Quo ohne jede Bearbeitung auf dem Masterbus klingt im Moment so. Tausend tolle Plätzchen, die habe ich im Mund. Tausend tolle Ihr hört schon, ein relativ solider Mix. Wir haben nicht viele Instrumente. E-Gitarre, Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug und natürlich die Gesänge. Und das Ganze habe ich sauber ausgelevelt, wie ich finde, einen soliden Mix hingelegt. Und jetzt geht es noch darum, ein kleines bisschen das ganze Ding aufzuhübschen und vor allem auf Lautstärke zu bringen. Dazu verwende ich standardmäßig auf dem Masterbus als erstes einen Kompressor. Den habe ich hier mal reingeladen. Und zwar benutze ich auf dem Masterbus direkt auch das passende Preset vom Kompressor, der bei Studio One Artist mitgeliefert ist. Das ist das Masterbus Preset. Das stellt in der Regel eine relativ schmale Ratio ein. Das heißt, die Peaks werden maximal 2:1 komprimiert hier. Dann habe ich den Threshold so eingestellt, dass ich an der lautesten Stelle, also wenn die Peaks ein bisschen durchschlagen, maximal 3 dB Lautstärke-Reduktion habe, und die 3 dB habe ich hier vorne dann auch aufgefangen, indem ich sie mit dem Gain nochmal nach oben geschoben habe. Die Attack- und die Release-Zeit habe ich so gelassen, wie sie vom Preset vorgegeben sind, und den Auto-Gain hier habe ich ausgestellt, weil ich ja wie gesagt hier mit 3 dB auffange. Das ist relativ einfach und schnell vorgenommen, und das Ganze klingt, wenn ich es dazu schalte, so. Achtet mal so ein bisschen darauf, hier auf die Peak-Reduktion, da wo die Maus sich gerade bewegt. Ich klicke mal hier rein, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Da seht ihr, dass es hier ganz wenig nur komprimiert, 1,74 dB im Moment. Über den gesamten Song habe ich es einmal drüber laufen lassen und habe dann gesehen, dass so die lauteste Stelle, die im Song in den Kompressor reinkommt, so mit minus 3 dB komprimiert wird. Und wie gesagt, die 3 dB habe ich dann hier als Wiederaufholung eingestellt. Das heißt, das Ausgangssignal wird um die 3 dB, die das Signal an der lautesten Stelle komprimiert wird, dann wieder nach oben gefahren. Deswegen wird es auch ein kleines bisschen lauter. Es gibt ja diesen psychoakustischen Effekt, dass Sachen, die lauter sind, auch besser klingen. Aber in diesem Fall ist es einfach, weil ich genug Headroom hier im Masterbus nach oben hin habe, gut. Und B, weil ich halt hier 3 dB in der Spitze komprimiere und die 3 dB einfach auch wieder auffangen möchte. Insgesamt bewirkt der Kompressor, dass das Signal ein kleines bisschen mehr zusammengefügt wird, dass die Transienten, die durchschlagen, ein kleines bisschen zusammengefügt wird und das ganze Signal ein kleines bisschen dann insgesamt lauter wird und kompakter wirkt. Das ist jetzt vielleicht nicht der Rieseneffekt, aber ich mag es einfach, wenn der Kompressor so ein bisschen zur Kontrolle dafür sorgt, dass die Peaks, die so ein bisschen durchschlagen, abgefangen werden und leicht komprimiert werden. Als nächstes in der Kette haben wir einen Equalizer, den ich gerne verwende. Und da seht ihr schon die Kurve, die ich hier habe, die macht hier so einen Sicherheits-Low-Cut unterhalb von 30 Hertz. Speziell wenn Songs später mal als MP3 kodiert werden, wird sowieso alles unterhalb 10 Hertz abgeschnitten, damit aber auch tiefes Gerumpel und so weiter unterhalb von 40, 30 Hertz nicht unbedingt noch mitverarbeitet werden muss oder auch Boxen belastet oder sonst was irgendwie. Schneide ich die einfach rigoros ab, mache einen Low-Cut hier bei 30 Hertz. Ich mache den Equalizer mal an, dann sieht man es ein bisschen besser. Hier einen Low-Cut. Und dann habe ich hier noch so eine Frequenz so im Bereich, was haben wir hier, 491 Hertz gefunden, die so ein bisschen, ja, das klingt so ein bisschen, als wenn der Song so aus so einer Plastikbox rauskommt. Der Engländer sagt auch, es klingt boxy, und das beschreibt es eigentlich auch schon fast. Ich mache den Equalizer mal aus, dann könnt ihr hören, wie es ohne Equalizer klingt. Und mit Equalizer, also ich finde, der Effekt ist subtil, aber deutlich merkbar, weil das Signal gleich aufgeräumter klingt, obwohl ich eigentlich nur hier so einen kleinen Cut von 3 dB gemacht habe bei 490, 500 Hertz. Also ich spiele es mal ab. Der Kompressor von gerade ist schon drauf, und dann schalte ich mal den Equalizer dazu. Tausend tolle Plätzchen, die habe ich im Mund. Tausend tolle Plätzchen, quadratisch oder rund. Ich kau die Lexikon.
Ich finde es schon dramatisch, der Effekt ist wirklich nur 3 dB bei knapp 500 Hertz und trotzdem wirkt das Ganze gleich aufgeräumter, kriegt so ein bisschen Hi-Fi-mäßigeren Sound. Und für Leute, die gerne Höhen mögen, die können auch gerne noch so im Bereich 6, 7, 8 Kilohertz, müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren, noch eine leichte Anhebung von 1, 2, 3 dB machen. Das macht noch ein kleines bisschen mehr Glanz oben drauf. Ich habe das jetzt hier mal weggelassen, weil ich fand, dass der Song schon crisp genug ist, aber je nach Gusto und Geschmack kann man das natürlich noch hinzuregeln. Als drittes, und das werdet ihr sicherlich bemerkt haben, der Song ist noch relativ leise. Wenn ich ihn abspiele, seht ihr hier, dass die mittlere Lautstärke ja, so leicht oberhalb 24 dB ist, also im Bereich 20 dB. Ich habe ein Tutorial gemacht, auch in der Reihe Let's Play Studio One zum Thema Limiter. Das blende ich euch mal hier oben ein und da könnt ihr mal reinschauen, wie so ein Limiter richtig eingestellt wird. Ich mache hier dann im Prinzip mit dem Limiter tatsächlich nur die Lautstärke, nehme ich vor, und habe den so eingestellt, dass die mittlere Lautstärke des Songs eben nicht mehr bei diesen beiden Strichen, die hier bei minus 20 Hertz rumtanzen ist, sondern ungefähr bei minus 12 bis minus 10 dB. Wie genau das mit der Lautstärke zusammenhängt, habe ich in dem Limiter-Tutorial erklärt, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten hören wir uns jetzt mal an und vorsichtig, ihr müsst jetzt die Box ein bisschen runterregeln oder den Kopfhörer ein bisschen leiser machen, denn das Signal wird jetzt deutlich lauter, dadurch, dass ich den Limiter zuschalte. Ziemlich dramatisch, vor allem lauter ist gleich besser. In diesem Fall ist es tatsächlich so und wir kommen mit der Lautstärkeanhebung, mit dem Limiter, den ich hier zugeschaltet habe, tatsächlich auf ein Level, der auch konkurrenzfähig ist und auch im Radio mithalten könnte und da ordentlich performen würde. Kompressor, leichter Equalizer und der Limiter, der das Ganze lauter macht. Das sind die drei Standard-Plugins, die ich auf dem Masterbus verwende und ich schalte sie jetzt noch einmal alle ab und dann schalte ich sie nochmal sukzessive dazu. Und damit verabschiede ich mich dann von euch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir alles Schöne unten in die Kommentare und gebt mir einen Daumen nach oben. Und mit einem Abo bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, wenn wir uns nicht wieder hören oder sehen. Lasst es euch gut gehen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Yassas.